Wir haben eine ganz tolle internationale deutsche Meisterschaft hier in Schwerin erlebt. 51 Boote aus Holland, aus Dänemark und aus Deutschland. Der Contender ist ja wie ein braves Pferd bei 3 bis 4 Windstärken. Und wenn es dann mehr Wind wird, dann ist der Contender eher so ein wilder Stier, der bei jedem Manöver die volle Aufmerksamkeit verlangt. Und wenn man in einem Manöver dann nicht ganz so aufpasst, dann kann einem das passieren, was mir heute passiert ist. Man sieht vielleicht die kleine Narbe auf meiner Stirn, dann wird man vom eigenen Boot verprügelt. Die deutsche Meisterschaft war ein Kampf zwischen 4 Booten, den beiden Christophs aus Deutschland, Jesper aus Dänemark und Paul aus den Niederlanden. Es war ein enger Kampf, bei dem es viel hin und her ging. Je nach Windstärke hatte jeder seine Stärken. Am Ende hat sich mit Christoph Hohmeier der erfahrenste Segler durchgesetzt. Wir hatten ziemlich drehende Winde. Es war beide Tage schwer zu segeln. Heute hat es uns sicher mit reingespielt, dass wir sehr viel Wind hatten. Und dass mein Bootshandling auf jeden Fall mir in die Karten gespielt hat. Von dem her war es bis heute bis zum Schluss eine ziemlich enge Kiste. Aber ich war ganz froh, dass der letzte Rennen nochmal gewinnen konnte und damit dann nochmal quasi schön mit Stil gewinnen konnte. I have some good races today. Not good enough to win the whole. When yeah, was funny. Good training before the season really began at the Kilo Woche and the world champion in a Wimblick. Ich habe dann irgendwie hier und da auch mal ein bisschen Glück gehabt, das gehört ja bei der Regatta auch dazu. Dann bin ich irgendwie auf dem dritten gelandet und bin da ziemlich glücklich drüber. Man sieht es vielleicht auch so ein bisschen an den Händen, so was passiert dann halt nach ein paar Tagen segeln oder nach 2 Tagen segeln. Bei 4 Rennen am Tag, das hat schon ganz schön reingehauen mit der Kälte. Wir haben halt im Monat Mai auch ein bisschen wärmere Temperaturen gehofft. Hat Spaß gemacht, ne?